Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte euch heute gerne die Lesezeichen zeigen, die ich für die Lesezeichen-Challenge für Juni gemacht habe. Ich hoffe, ihr wisst alle Bescheid, wovon ich rede. Falls nicht, nochmal in kurzen Worten. Der Kanal Bastelparadies Appen und Annis Kreativwelt haben eine Lesezeichen-Challenge in die Welt gerufen, sozusagen. Man kann jeden Monat bis zu 3 Lesezeichen einsenden und es wird dann eins rausgesucht, was den beiden am besten gefällt und das gewinnt dann sogar noch einen Preis. Aber größtenteils geht es eigentlich darum, dass die Lesezeichen dann an Schulen gespendet werden, also an Grundschulen. Und ich finde die Auktion so gut, deshalb mache ich diesmal auch wieder mit. Ich muss nur dran denken, dass es diesmal zu Annika geht. Da muss ich mir gleich nochmal die Adresse raussuchen. Die hat sie ja unter einem Video in der Infobox hinterlassen. Und dann werde ich die auch gleich gucken, dass sie Anfang der Woche wegkommen. So, ich glaube, das war's, ne? Und viele wissen ja auch oder machen ja selber mit, worum es da geht. Ich habe mir diesmal was überlegt. Und zwar, ich denke mal, das haben wir alle in unseren Bastelschränken, diese breiten Klebebänder, also diese Paketklebebänder mit Motiv drauf. Und die haben die richtige Breite für ein Lesezeichen, finde ich. Und deshalb habe ich das jetzt einfach mal gemacht. Ich denke, ich zeige euch die mal. Welchen fangen wir an? Fangen wir mal mit dem hier an. Das war auch so ein Klebeband. Die Pappe ist doppelt geklebt, einmal so eine graue und so eine rosane, damit es Stabilität hat. Also die haben das schon gewünscht, dass so zweilagig ist, damit das auch ein bisschen stabil ist. Habe ich einmal dieses Lesezeichen gemacht. Ich habe halt immer so erstmal ausgemessen, wie breit das Klebeband ist und dann jeweils immer diese untere Lage an Pappe so 3 mm breiter gemacht, dass das immer so ein bisschen vorlookt. So, Nummer 1. Dann Nein. Nummer 2. Süße Maus kennt ihr sicher auch alle und ich denke mal, die Schüler kennen sie auch alle. Und dann habe ich noch eins mit Münder. Ist die Mehrzahl vom Mund Münder? So, ich denke mal, dass alles in Ordnung geht. Wie gesagt, es war kein großer Aufwand, aber ich finde das Ergebnis trotzdem klasse. Was meint ihr denn? Ich kann sie ja nochmal hier hinlegen. Warum mache ich denn jetzt so schräg? Kann der ja gar nicht so richtig sehen. Macht ihr diesmal auch mit? Oder habt ihr schon mitgemacht? Ich bin ja wieder ein bisschen spät dran. Letztes Mal haben wir sehr viele mitgemacht. Waren sehr schöne Einsendungen dabei. Habe ich ja gesehen. Da war das dann noch auf dem Kanal Bastelparadies Appen. Und ich war echt begeistert, was da für viele schöne Lesezeichen eingetroffen sind bei ihr. Ich hoffe jetzt, dass bei Annika genauso viele schöne Lesezeichen erscheinen. Aber ich denke schon. Wenn nicht, ihr habt das Wochenende ja noch Zeit, die zu machen. Also es reicht ja vollkommen aus, denke ich mal, wenn man, wie ich, den Montag oder Dienstag dann losschickt. So müsste eigentlich vollkommen reichen. So, es war kein langes Video, aber ich wollte euch das halt zeigen. Nicht, dass es heißt, hier Basteleule, hast du diesen Monat gar nicht mitgemacht? Doch, habe ich. Habe ich. Die gehen jetzt auch auf die Reise. Und nun geht meine Stimme weg. Kleinen Moment, ich trinke mal was.
So. Dann wünsche ich euch allen ein schönes Wochenende und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn ich wieder ein Video für euch habe. Und sag mal, bis dahin gehabt euch wohl, ja? Bleibt alle schön gesund. Bis dann, meine Lieben. Bye.